Hallo zusammen, heute ein Video zur ultimativen Distro. Und zwar ist das eine Distro 3 in 1. Das Ganze nennt sich BlendOS. In BlendOS kann man RPM-Pakete installieren, wie bei Fedora mit DNF oder Debian-Pakete mit APT. Die ganze Distro basiert auf Arch, also gehen auch alle Arch-Pakete. Das hört sich auf den ersten Eindruck nicht einmal schlecht an. In der Beschreibung steht unveränderbar. Mal das Ganze ansehen. Ein Arch ähnlich wie von Fedora Silverblue. Alle Pakete laufen in Containern. Als Desktop-Unterstützung GNOME ist die offizielle Version. Es geht aber auch KDE Plasma und XFCE. Man kann hier dann einen beliebigen Paketmanager verwenden, also APT, DNF oder YAM, Pacman oder Yay. Wie hier steht, genau wie Sie auf Ihren nativen Distributionen Ubuntu, Fedora bzw. Arch verwenden möchten. Selbstverständlich gehen hier dann auch Flatpaks. Ohne jetzt großartig recht viel weiter zu lesen, testen Sie BlendOS. Und dann habe ich mir hier mal die ISO heruntergeladen und dann starte ich mal eine virtuelle Maschine. Der virtuellen Maschine habe ich jetzt 8 GB Arbeitsspeicher und 40 GB an Festplattengröße zugeteilt und dann UEFI aktiviert, denn BlendOS startet nur mit UEFI BIOS. Beim Start ein wunderschön designtes B. Die Auflösung passt sich von ganz alleine an und es startet gleich ein Welcome-Fenster von BlendOS. Press Start, dann machen wir das Ganze mal. Hier dürfen wir unser Land auswählen. Suche ich hier mal Germany und Normal. Teste E-Keyboard. Dann probiere ich auch mal unsere Tastatur. Ü-E funktioniert. Die Zeitzone hat er dann jetzt automatisch eingestellt. Und schon darf ich einen Benutzer anlegen. Vergib ein schweres Passwort. Klick auf Weiter. Und jetzt können wir uns einen Desktop aussuchen. GNOME ist von Haus auf aktiviert. Ich nehme dieses Mal Plasma, XFCE, Sway, i3 als Fenstermanager. Hier können wir uns noch einen Hostname aussuchen. Ich nenne den ganzen einfach Arch. ZRMD aktivieren. Und jetzt können wir die Festplatte partitionieren. Entweder manuell, ich lasse das Ganze mal, klicke jetzt dennoch mal und dann können wir entweder automatisch partitionieren lassen oder Gparted öffnen oder das Ganze im Terminal machen. Hier können wir uns noch das Dateiformat aussuchen. Also hier ist ziemlich viel vorgegeben. Gehe ich wieder zurück. Lass das Ganze automatisch partitionieren. Klick auf Weiter. Jetzt kommt hier schon eine Zusammenfassung. Europa, Berlin und dann steht hier drunter US, das stimmt so aber nicht. Ach, die Zeitzone. Nein, das ist aber richtig. Tastaturlayout ist auch richtig. Plasma. Keine Ahnung, warum jetzt hier das ENUS kommt. Und dann klicken wir schon auf Weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Dateisystem hier verwendet wird bei der Installation, also bei der automatischen Installation. Sonst hätten wir es ja einstellen können. Und jetzt hier wird jetzt etwas heruntergeladen und dann die Installation beginnen. Ja, nein, das hat er jetzt von alleine gemacht. Und schon lädt er uns verschiedene Pakete herunter. Das Ganze wird jetzt etwas dauern. Ich denke, Zeit für einen Kaffee. So, die Installation ist abgeschlossen. Wie hier steht, Installation fertig. Wir sollen einen Reboot durchführen. Dann machen wir das Ganze. So, das Grabmenü ist gestartet. Eintrag ist Arch Linux. Gut, BlendOS basiert ja auf Arch. Der Name ist so geblieben. Und der Display Manager ist gestartet. Da melden wir uns jetzt auch an. Und Plasma wird geladen. Und jetzt darf ich erst die Auflösung anpassen. Und die Sprache ist schon mal wieder auf Englisch. Gut, da schaue ich mal, das ganze Systemmenü ist in Englisch, also hier hat es mit der Auswahl nicht so funktioniert. Muss ich ehrlich gestehen, ich bin kein KDE oder Plasma Nutzer. Ich kann jetzt hier nicht genau sagen, wo ich hier die Sprache einstelle, regional. Language, hier steht zum Beispiel schon wieder Englisch. Deutsch, Apple. Gut, ich logge mich mal kurz aus und wieder ein. Tja,
Die Auflösung hat er gleich erkannt, die Sprache All Applications. Und dann kommt Dienstprogramme, Einstellungen, Entwicklung. Einstellungen jetzt hier in Deutsch zumindest. Und hier auch, wow, also das ist ja schon mal was. Also hat er dann doch ganz gut funktioniert. Also hier unter den Themes Pre-Dämmerung, Pre-Dunkel und Oxygen sind vorinstalliert. Ich denke mal, das ist KDE Standard. Ansonsten, ja, Fensterdekoration und so weiter. Hier kann man sich dann eben seine Oberfläche anpassen, je nach Geschmack. Touchscreen, Bildschirmsperre nach 5 Minuten. Das mache ich mal weg. Brauchen wir jetzt nicht die virtuellen Arbeitsflächen. Starten, beenden, das hatten wir gerade. Autostart, nichts, Hintergrunddienste, Benachrichtigungen, Benutzer. Hier kann ich jetzt aber nicht auswählen, zum Beispiel ein Auto-Login, dafür irgendein Bild. Grisou, der Feuerdrache oder so ähnlich, gibt es denn hier nicht? Gut, Spielereien. Das hatten wir gerade probiert. Hier steht immer noch Englisch. Wenigstens sind die Einträge in Deutsch, das langt schon mal. Zugangshilfen, Einstellungen, was gibt es hier, Verbindungseinstellungen, Cookies, Windows-Freigaben, okay, Verbindungen, Firewall, Hardware, Tastatur, Numlock machen wir mal, Audio, Energieverwaltung, mache ich jetzt auch mal weg, Drucker, klar, jetzt keine. Speichergeräte, jetzt haben wir, also ich habe ja BlendOS jetzt automatisch installieren lassen, hat mir dann erstellt 285,5 MB für die Boot-EFI-Partition und den Rest als ButterFS-Dateisystem formatiert. Klasse, finde ich sehr, sehr gut. Hier müsste dann auch Timeshift direkt zum Laufen gehen. Über dieses System KDE Plasma 5.26, das Ganze Arch-typisch, sehr aktuell mit dem Kernel 6.1.19. KDE Plasma verwendet hier ebenfalls Wayland. Softwareaktualisierung, das Ganze geht jetzt. Hier kann ich nur die Zeit auswählen, aber ich kann nicht direkt auf Software aktualisieren klicken. Öffnen wir mal Discover. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die einzelnen Pakete ein und installieren uns mal etwas mit apt, DNF oder Pacman. Home installiert, hier ist nichts gefunden. Okay, hier ist nur Flathub eingebunden. Also über Discover könnte ich jetzt nur Flatpak installieren. Also verstanden, hier rüber geht das Ganze nur mit Flatpaks. Jetzt öffnen wir mal eine Konsole. Mal schauen, was hier kommt. Wow, ich mache das Ganze mal größer. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch lesen. Willkommen zur BlendOS Shell. Und dann bekommen wir hier schon eine Anleitung, wie wir Pakete installieren können. Wir können hier Pakete in einem Arch-Container erstellen mit Blend Install und dann der Paketname. Blend Remove, um das Ganze wieder zu löschen. Dann wieder Blend Install, minus D für Fedora Rawhide. Die Fedora Rawhide ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, das Unstable von Fedora. Oder hier immer die aktuellen Pakete von Fedora. In einem Container wechseln mit Blend Ender. Für ein System Update mit Blend System Update. Und man soll hier kein Pacman-SY ausführen. Mit Blend List Containers kann man sich die Container anzeigen lassen. Okay, das Ganze hört sich schon mal etwas interessant an. So, wir haben zur Verfügung Arch, Fedora, Ubuntu 22.04 und 22.10. Hier oben steht jetzt nichts, nur Blend Install Arch. Mache ich jetzt mal, das probieren wir jetzt mal. Blend Install mache ich jetzt einfach GIMP. Und jetzt erzeugt er uns einen Container. Nachdem das Ganze aber auf Arch basiert. Hier steht zwar, do not use Pacman. Also das System-Update soll man nicht so machen. Okay. Ich probiere es dann doch mal mit Pacman einfach GIMP zu installieren, ob das funktioniert. Also er baut uns jetzt hier einen Container und installiert das Ganze. Boah, das geht ziemlich zügig. Jetzt dürfen wir bestätigen, dass wir das auch alles installieren möchten. Auch das geht Arch-typisch eigentlich sehr, sehr schnell. So, die Installation ist abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir mal in das Startmenü. Grafik, GIMP ist hier installiert, on Arch steht auch noch da und startet sofort.
Und dann logischerweise gehe ich davon aus, auch die aktuelle Version, das ist jetzt mal kein Wunder. Jetzt teile ich das Fenster und mache, oh, das war jetzt zu viel des Guten. Mach das hier mal etwas größer, um mal zu sehen. Und jetzt mit Löschen das Ganze wieder, mache ich das hier auch mal etwas größer. Hier steht dann Blend Install, Blend Ender und Blend Remove. Kopiere ich mir jetzt einfach mal, füge das Ganze ein und dann GIMP. Haben wir ja gerade installiert. Do you want to remove this package? Das möchte... Oh, die Tastatur hat nicht funktioniert. Also Tastatur ist auch in Englisch. Jetzt nochmal, jetzt müsste ich das Z drücken, jawohl. So, und jetzt schauen wir mal wieder. Grafik, weg. Okay, funktioniert. Jetzt möchte ich aber das Ganze dennoch mal probieren. Ich mache das jetzt einfach, nachdem das Ganze ja auf Arch basiert. Backman, sudo backman, minus großes... das mit der Tastatur, ne? Minus großes S. Und jetzt einfach GIMP. Jetzt benötige ich das Passwort. Und auch hier wird uns das Paket installiert. Also da geht es jetzt nativ direkt ins System oder über das System. Das funktioniert dann auch, oder? Oder auch nicht. Gib mir das einfach mal ins Terminal ein mit GIMP. Not found GIMP. Tja, okay, also das mit Pac-Man funktioniert nicht. Ich hatte zwar jetzt gedacht, da wir die Installation bestätigen mussten und hier auch einige Pakete installiert wurden. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt installieren wir uns mal. Dann mache ich das Ganze einfach mal mit Fedora. Wieder mit Blend. Install. Ich verstehe das nicht. Hier steht immer Fedora-D. Und wenn ich jetzt... Probieren wir das Ganze mal anders. DNF. Ne, das Ganze mal wieder weg. DNF. Install. Ich bleibe jetzt einfach mal bei GIMP. Ah, GIMP. Toll, wer nicht schreiben kann, ne? Aber jetzt macht er irgendwas. Jetzt erstellt er uns einen Container für Fedora Rawhide. Also DNF Install erkennt er dann doch mein GIMP, das ich hier aus Versehen geschrieben habe, werde jetzt wohl kaum installieren. Abbrechen will ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, was der macht. Er hat den Container gestartet und jetzt steht Install Basic Packages. Was macht er da? Ah ja, jetzt hat er erkannt, dass es dieses Wort hier nicht gibt. Dann mache ich das Ganze nochmal. DNF Install. Jetzt aber. Jetzt fragt er uns, ja, bestätigen wir das Ganze. Okay, bis das installiert ist, öffne ich schnell nochmal die Systemsteuerung. Eingabegeräte, Tastatur, Layout. Kann ich hier Art German auswählen? Germany, Austria, German, jawohl. Okay, anwenden. Und jetzt bin ich dann gespannt und hoffe mal, dass das auch dann funktioniert. Global, Desktop, Applikation, Fenster. Gut, probieren wir dann mal. Also er installiert zumindest. Schauen wir mal. Grafik, wieder nicht. Okay, jetzt wenn ich hier reingebe, Blend, Remove GIMP, das lasse ich. Removing und jetzt löscht er uns GIMP. Wo zum Kuckuck ist denn dann GIMP eigentlich? Okay, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal so mit Blend Install. Blend Install GIMP. Dann machen wir das minus D. Und jetzt haben wir ein falsches Argument. Ach, es fehlt ein Argument. Okay, dann probieren wir das Ganze so nochmal. Blend Install. Und dann hier mit Fedora Rawhide. Vielleicht muss der... Die Distro im Anschluss. Habe ich hier ein Leerzeichen zu viel. Jetzt installiert er mir wieder GIMP. Komplett. Jetzt schauen wir mal ins Startmenü. Grafik. Jetzt ist GIMP wieder hier. Aber stand da nicht, dass wir das mit ABD, DNF, wie auch immer installieren können. Dann schließen wir das Fenster wieder. Und wenn ich jetzt Blend Remove mache. Was macht er dann? Removing Blend. Hat er nicht gefunden. Dann kopieren wir uns das Ganze nochmal. Einfügen. Und hier wieder das Minus D. Einfügen. Und jetzt, so wie es aussieht, löscht er uns das Ganze. Übrigens, Tastatur funktioniert. Und GIMP ist wieder weg. Jetzt gebe ich einfach mal ein apt install GIMP. Hoffentlich installiert er jetzt mir kein Snap-Paket oder so ein Zeug. Er erstellt wieder einen Container für Ubuntu 22.10. Installiert jetzt Basispakete.
Okay, ich würde das Video nicht unbedingt so in die Länge ziehen. Dürfen wir das Ganze wieder mit Ja bestätigen? Gehen wir mal davon aus, wir können sowohl Arch-Pakete, Ubuntu-Pakete, Fedora-Pakete in einem System alles installieren. Dann werden uns immer Container erstellt. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich habe jetzt lauter Fragezeichen in den Augen. Wo ist hier der Sinn, wenn ich das mit Container will? Das funktioniert jetzt auch sehr gut. Da gibt es jetzt wirklich nichts auszusetzen. Nur, warum nicht ein OpenSUSE, wie heißt das, MicroOS oder MicroOS? Hier installiere ich auch alles in Container. Es ist ein Arch, basiert ja auf Arch Linux. Welche Pakete bekomme ich unter Arch nicht? Wozu brauche ich dann ein Ubuntu? Ein Fragezeichen. Fedora, RPMs gibt es wie Sand am Meer. Wozu brauche ich dann ein Ubuntu? Wieder Fragezeichen. Aber es soll jetzt nichts gegen Ubuntu sein. Ubuntu basiert auf Debian. Debian hat Pakete ohne Ende. Für was benötigt Ubuntu Pakete von Fedora? Fragezeichen. Bin mir jetzt auf der einen Seite fasziniert. Funktioniert. Eine Distro für alles. Die ultimative Distro. Vereinigt Arch, Fedora, Ubuntu. Ich finde jetzt den Sinn nicht. Okay, jetzt gucken wir mal schnell. GIMP als apt installiert. Ist wieder nicht da. Jetzt schalte ich hier aber mal aus. Nicht mehr nachfragen. Ich will das Ganze schließen. Jetzt starte ich mal neu, ob das nicht doch funktioniert. So, Neustart durchgeführt. Kein GIMP. Also mit apt-dnf so funktioniert das jetzt scheinbar nicht. Merkwürdigerweise, jetzt gehe ich hier mal her. Obwohl, als Flatpak gibt es ja. Okay, ja, hatte ich mich zu früh gefreut. Es gibt GIMP als Flatpak. Das gibt es doch gar nicht. Was mache ich jetzt? Suche ich hier mal. Wenn ich hier jetzt suche GIMP, findet er das dann? GIMP Firmware Updates. Sehr gut. Oh Mann. Sorry, Grafik. Das gibt es doch gerade. Hier ist wieder GIMP. Und GIMP dann als von FlatHub. Okay, im schlimmsten Fall installieren wir uns das Paket dann von FlatHub. Dann müsste doch eigentlich mein heißgeliebtes Xmind nicht auftauchen. Oh Mann. Nochmal nach Hause und jetzt nochmal Xmind. Ja, wenigstens das funktioniert. Haben wir hier denn sonst noch System irgendwas mit Software? Theoretisch könnte ich jetzt hier Pemac installieren, nachdem es ja auf Arch basiert. Hier steht auch noch, ich kann apt verwenden. Ich kann auch dnf verwenden. Jetzt mache ich hier einfach mal dnf install Inkscape. Ich möchte das Ganze installieren. Und wenn ich jetzt hier ins Terminal Inkscape eingebe, dann findet er das nicht. Den Eintrag im Startmenü haben wir auch nicht. Mal vorsichtshalber nicht, dass das irgendwo Inkscape hier ist. Es wirklich vorhanden? Ne, hier ist, kann ich jetzt über Discover wieder als Flatpak installieren. Oh, Moment mal. Hier sind jetzt Einträge. Fedora Rawhide. Und wenn ich hier jetzt dnf install Inkscape eingebe. Ah, hier, jetzt brauche ich sudo. Und das Ganze komplett. Und jetzt gebe ich hier mal Inkscape ein. Und dann startet Inkscape. Okay, nachdem ich vorhin ja unter Ubuntu nicht zuordnenbar Ubuntu GIMP installiert hätte, wenn ich hier GIMP eingebe, startet auch GIMP. Also diese installierten Anwendungen sehe ich dann nicht direkt, außer bei Arch, wo ich hier auch ein Arch habe, merkwürdigerweise. Was ist denn dann SUG, keine Ahnung. Ah, Install Flatpak Packages. Ah, hier können wir ein Flatpak einfach hineinziehen und er installiert uns dann das Paket. Das probieren wir jetzt auch mal kurz aus. Gebe jetzt hier Flatpak, Dien, FlatHub. Jetzt machen wir uns einfach mal einen Browser, Chromium. Kann jetzt nicht immer GIMP nehmen. Jetzt klicke ich hier auf Installieren. Jetzt wurde uns ein Paket heruntergeladen. Öffnen wir mal kurz unseren Dateimanager. Jetzt steht hier einfach hineinziehen. Ja, die nächsten beiden Fragezeichen. Über Discover kann ich Flatpaks oder ausschließlich Flatpaks installieren. Dann gibt es nochmal ein Tool, mit dem ich nochmal Flatpaks installieren kann. Und so wie es ausschaut, funktioniert das ja auch. Ich meine das jetzt nicht irgendwie negativ, es funktioniert ja nur. Hier mache ich das gleiche wie hier.
Wenn ich hier mir jetzt Chromium suche, wird geladen, dann finde ich jetzt hier erstmal wieder nichts. Dann gehe ich hier mal auf Internet und ich habe wieder Chromium und ich könnte diesen Chromium jetzt nochmal installieren. Von FlatHub als Flatpak-Paket installieren. Hier habe ich ihn jetzt als Flatpak von FlatHub installiert. Eingetragen ist er auch. Okay. Also hier kann ich mir dann von jeder Software das Ganze zweimal installieren, ohne dass es einer merkt. Hat bestimmt auch irgendeinen Vorteil. Wie ich das auf der Webseite gelesen habe, war ich zuerst mal hin und weg, weil ich mir dachte, wow, eine Distro, drei Paketmanager aus drei sehr verbreiteten Distributionen. Im Nachhinein muss ich ehrlich gestehen, tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Man installiert sich einfach Programme, entweder mit DNF oder mit APT oder APT. Was haltet ihr von der grundsätzlichen Art, verschiedene Paketmanager in eine Distro zu packen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich davon halten soll. Selbst in der virtuellen Maschine erschließt sich mir das Ganze nicht so richtig. Ich habe ein paar Fragezeichen. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.